Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, wird von Anzengruber in diesem Stück arg in Zweifel gezogen. Zwei Familienschicksale, zwei Verlierer. Der Konflikt beginnt im Hause Hutterer, wo die Tochter nicht den vom Vater vorgeschlagenen Bräutigam heiraten will. Bitte klären Sie meine Tochter auf über die Pflichten, die ein Kind den Eltern gegenüber hat. Wir wollen nur ihr Glück. Und selbst für den Fall, dass sie das Glück nicht für Glück hält, sagen Sie ja, was sie tun soll. Gehorchen und das Glück Gott anheimstellen. So und nicht anders ist es. Die zweite Familie, die uns Anzengruber vorstellt, sind die Schalanter. Ein Drechsler, der sein Geld lieber versäuft, seine Frau und Tochter schaffen Geld am damals berüchtigten Spittelberg an und der Sohn geht zum Militär. Außerdem, sie schicken mir einen Kerl auf Krawodien. Ja. Der Weible wäre da in der Wiener Stunde. Wiener Saar zusammen, Oster hat es Hunger, Ober vielleicht nicht, sagt man nicht. Das ist nicht vielleicht besser, aber wovon man noch von seinem Tod dann wegkommt, der ist ja schon ganz wie er. Ja, wer bei dir vielleicht das Mal so gut aufkommen. Es gibt in diesem Stück eine einzig positive Figur, die eine Kunstfigur ist, das ist die Großmutter. Das ist eine Figur ohne Tadel und damit hat der Dichter Ludwig Anzengruber seine Mutter auf die Bühne gebracht, die über alles geliebte Mutter, die wahrscheinlich eine ganz außergewöhnliche Mutter gewesen sein muss. Alle anderen haben einen Knacks. Und das ist auch vielleicht gar nicht so im Original so sehr, ich habe es versucht so zu inszenieren, denn ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendeinen Knacks hat. Knacks Nummer 1, die vom Vater mühsam eingefädelte Ehe, zu der sich die Tochter hat zwingen lassen, zerbricht. Claudia Androsch und Götz Kaufmann. Ich werde klar hören. So klar. Dass der Wallace die Freiheit vergeht. Und dass das gewiss hundertmal am Tag bereust, dass du dich zur Frau von stolzen Taler hinaufgeschwindelt hast, du! Schon wieder? Sie wagen es noch einmal zu sagen, ich hätte nach Ihnen verlangt! Nach Ihnen! Die Schalanters sind heruntergekommen und haben alles verloren. Der Sohn wird, nach einem Mord,